Klaus J. Jacobs. Ein Mann mit großen Visionen und viel Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt. Sie zu verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft zu machen und sie auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zu unterstützen, war sein Ziel. Klaus J. Jacobs gehörte zu den erfolgreichsten und angesehensten Unternehmern Europas. Sein Name ist verbunden mit großen Marken. Jacobs Café, Milka, Toblerone und Suchard haben ihren Erfolg nicht zuletzt der Entschlossenheit, Weitsicht und dem Pflichtbewusstsein von Klaus J. Jacobs zu verdanken. Mit seiner unternehmerischen Kraft und Kreativität formte er Firmen wie Adecco oder Barry Callebaut, machte sie zu Branchen- und Weltmarktführern. Klaus J. Jacobs stand dafür, Produktivität und Nachhaltigkeit einzufordern. Er stand für die Bereitschaft, innovative Wege zu gehen und sich mit Mut und Überzeugungskraft für seine Ideen einzusetzen. Das soziale Verantwortungsbewusstsein von Klaus J. Jacobs und sein Engagement für junge Menschen haben viele Leben verändert. Er war davon überzeugt, dass in Kindern und Jugendlichen die Zukunft einer Gesellschaft liegt und dass sie ein entscheidender Motor für Innovation und Leistungskraft sind. Für sein hervorragendes Engagement wurde Klaus J. Jacobs mehrfach ausgezeichnet. Mit seinem beispiellosen Investment in die Jacobs University in Bremen setzte er europaweit ein Zeichen für Productive Youth Development. Ich glaube ja seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass die Investition in die Jugend die richtige Investition ist und Investition in Bildung und damit wir hier in Europa auch eine glückliche Zukunft haben. Junge Menschen zu fördern und für die Zukunft stark zu machen, ist auch das Ziel der 1988 gegründeten Jacobs Foundation. Als eine der großen europäischen Stiftungen setzt sie sich weltweit für Productive Youth Development ein. Wissenschaft ist hierzu ein wichtiger Schlüssel. Deshalb fördert die Jacobs Foundation interdisziplinäre Forschung und Plattformen für Spitzenwissenschaftler. Durch die Unterstützung von konkreten Projekten trägt die Stiftung ganz praktisch dazu bei, die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Darüber hinaus steht sie im ständigen Dialog mit entscheidenden Akteuren aus Wissenschaft, Politik und Bildungspraxis. Durch die Etablierung von Netzwerken wird ein öffentliches Bewusstsein für die Herausforderungen heutiger und zukünftiger Generationen geschaffen. Menschen, die die Vision der Jacobs Foundation teilen und weitertragen, werden nun mit dem Klaus J. Jacobs Forschungspreis und dem Klaus J. Jacobs Best Practice Award for Productive Youth Development ausgezeichnet. Eine internationale und hochkarätige Jury wählt den Träger des Klaus J. Jacobs Forschungspreises aus. Der Preis geht an exzellente Wissenschaftler, die wegweisend zur erfolgreichen Entwicklung junger Menschen beigetragen haben. Klaus Jacobs always had a mission. And the mission was to improve the situation of young people, especially in the less well-off countries. And he wanted us, as scientists, to invest in these people, but he was very sure that one needs extra class research first, but then also application, social policies, etc. And this combination of science and application is relatively unique, and he was very fond of it and very promotive of it. This award, which is a tribute to Klaus's humanitarian vision, I think over time will be regarded as the Nobel Prize of research in youth development. Klaus Jacobs had a passion for young people and improving their circumstances in the world, and really saw all the potential of young people, that they're the future of the world. Die Preise stehen für den großen Einsatz von Klaus J. Jacobs für die jungen Menschen dieser Welt. Sie sind ein Zeichen für die Bedeutung und Notwendigkeit verstärkter Investitionen in die Förderung von Kindern und Jugendlichen für eine bessere Zukunft.